Wie anders unsere Leben jetzt wären, hätten sie ihre Freundschaft nicht versaut. Das Pelican Crossing ist eine hochwertige Geschenkboutique nahe des Ussis Gletscher, die sich sowohl an Touristen des Gastino des Kanals als auch an Einwohner des Delios Crossing richtete. Unser hochqualitativen Produktsortiment umfasst Accessoires für das eigene Zuhause, handgemachte Andenken, personalisierte Bekleidung und lokal hergestellte Kunst. Das Pelican Crossing wird als erstes Geschäft zwischen der lebhaften Kunst- und Handarbeitsszene und den Endkunden vermitteln. Neben einer großen Auswahl an handgefertigten Produkten werden Kunden sich an dem freundlichen und kompetenten Kundenservice von Tessa Vecchi, Mitarbeiterin des Vecchi-Ladens, und dem Nachwuchskünstler Marianne Ronan erfreuen können. Der Businessplan ist darauf ausgelegt, Finanzmittel in Höhe von 20.000 US-Dollar für die Kunst von Lagerbeständen, für den Kauf von Lagerbeständen und zur Deckung der Ausgaben im ersten Betriebsjahr zu erhalten. Im ersten Jahr soll die Gewinnschwelle erreicht werden und für das zweite Jahr ist ein moderater Gewinn geplant. Ich arbeite an einer Zusammenfassung unseres Businessplans. Was hältst du davon, Tessa? Cool. Boah, sie null Interesse. Sie will nur die Rätsel lösen, ne? Die Geschenke des alten Bern an die Prinzessin. Von jetzt müssen wir ja nur auf die Bilder achten. Der Geschichte weiß ich gar nichts mehr. Was hat er ihr nochmal geschenkt? Warum schauen wir nicht im Buch nach? Dann wollen wir mal schauen. Der Bär und die Prinzessin. Es war einmal im uralten und tiefen Wald ein alter Bär am Ufer des Flusses, der Jagd auf die Lachse machte, die zu ihren Laichgründen unterwegs waren. Ah, das haben wir schon gelesen, ne? Gerade als er ein besonders fettes Exemplar in seinen Pranken hielt, hörte er den Hilferuf einer Jungfrau. Kurz dachte er darüber nach, einfach seinen Lachs zu fressen. Doch schon schrie sie abermals und der Bär machte sich auf, der Sache auf den Grund zu gehen. Dauerte nicht lange, bis er auf die Prinzessin traf, die sich an dem Wipfel des Baumes klammerte, während unten ein Wolf hungrig seine Kreise zog. Gewöhnlich würde sich der alte Bär einer solchen Angelegenheit nicht einmischen, schließlich war er auch ein Raubtier und verstand den Drang des Wolfes, auf die Jagd zu gehen. Doch als er die Prinzessin sah, war er von ihrer Schönheit verzaubert und wusste, dass er helfen musste. Mit wildem Gebrüll stellte sich der Bär auf seine Hinterbeine und richtete sich zu seiner vollen Größe auf. Der Wolf knurrte und schnappte in seine Richtung. Doch der Bär brüllte abermals und der Wolf machte sich mit dem Schwanz zwischen den Beinen ins Dickicht davon. Der alte Bär ließ sich wieder auf seine Vorderpranken fallen und blickte zu der Prinzessin auf. Sie erwiderte seinen Blick voller Furcht. »Du kannst herunterkommen«, sagte er. »Woher weiß ich, dass du mich nicht bloß gerettet hast, um mich dann selbst zu verspeisen?«, fragte die Prinzessin. »Diese Frage ist wohl nur gerecht«, gestand der alte Bär ein, »aber ich verspreche dir, ich werde dich nicht fressen.« Die Prinzessin hatte keinen Grund, dem alten Bären zu trauen, doch der gütige Ausdruck in seinen Augen ließ sie langsam vom Baum herabsteigen. Als sie den Boden erreichte, sah der Bär sie einfach ruhig an, also vermutete sie, dass sie wohl heute nicht gefressen werden würde. »Vielen Dank«, sagte sie zu dem alten Bären. »Gerne«, sagte er. »Darf ich dich zurück nach Hause begleiten?« »Sicher«, erwiderte die Prinzessin. Und so wanderte die Prinzessin und der alte Bär gemeinsam durch den Wald und zurück zum großen Holzhaus. Diesen Tag fand die Prinzessin gelegentlich Geschenke vom Bären vor. Ein frisch gefangener Lachs, eine Handvoll reifer Beeren, ein frisch erblühtes Hasenglöckchen, ein Eines Frühlings flutete eine plötzliche Eisschmelze den Weg zum Haus der Prinzessin und der alte Bär kam, um sie auf seinem Rücken über den Fluss zu tragen. Der alte Bär begann darüber nachzudenken, dass die Prinzessin seine Gefährtin sein sollte. Schließlich hatte sie selbst keinen Gefährten und brauchte einen, der könnte sie wärmen, einen weitaus angemesseneren Bau bieten, ihre Fische fangen und sie vor den Wölfen beschützen. Sie wiederum würde sein Fell bürsten, Beeren pflücken, ohne sie zu zerquetschen,
und diese eine bestimmte Stelle an seinem Rücken kratzen, die er einfach nicht erreichen konnte. Und so, wie sie sich um die Kobolde kümmerten, würden sie seinen Jungen eine ausgezeichnete Mutter sein. Eines Tages erschien der Bär mit einem aus Fichtenzweig geflochtenen Ring und bat die Prinzessin um ihre Hand. »Verzeih mir«, sagte die Prinzessin, »du bist ein sehr guter Freund und ich weiß alles zu schätzen, was du für mich getan hast. Doch heiraten kann ich dich nicht. Du bist ein Bär, ich eine Prinzessin. Es würde nie funktionieren.« Der alte Bär war schwer betrübt. »Können wir immer noch Freunde sein?«, fragte er. »Wir werden immer Freunde sein«, sagte die Prinzessin. »Doch ich werde dich niemals heiraten.« Der alte Bär und die Prinzessin führten ihre Freundschaft fort und nach ein paar Jahren hielt er abermals um ihre Hand an. Und sie lehnte abermals ab. Ein paar Jahre später geschah es ebenso und ein weiteres Jahr darauf, so dass die Prinzessin schließlich sprach: »Alter Bär, du bist mein treuer Freund und ich weiß alles zu schätzen, was du je für mich getan hast. Aber lieber ließe ich mich von den Wölfen fressen, als dich zu heiraten. Und so wird es immer sein. Ich habe alle Hände voll zu tun mit den zwei Kobolden, die unter meinem Haus leben. Und sie sind alles, was ich brauche.« Der alte Bär war von ihren Worten tief verletzt. Doch endlich unterließ er seine Anträge. Die beiden blieben Freunde. Und er schenkte ihr weiterhin frisch gefangene Lachse, reife Beeren und frisch erblühte Hasenglocken. Doch nie wieder bat er sie um ihre Hand, so gerne er es auch getan hätte. Und das war die Geschichte davon, wie sich die Prinzessin mit dem alten Bären anfreundete und wie sie ihn zurückwies. Lachse, Beeren, Hasenglöckchen. Ein frisch gefangener Lachs? Beeren. Ein frisch erblühtes Hasenglöckchen? Vielleicht ein paar Rosen? Oder doch nicht? Ja. Eine Handvoll reifer Beeren? Ja. Yes! Mann, er hatte es schwer. Konnte einfach nicht loslassen. Tut mir leid, dass ich dir einen Zettel unter die Tür schiebe. Als säßest du im Gefängnis. Geht's dir gut? Ich war diese Woche kurz da und habe ein paar Mal geklingelt, aber du hast nicht reagiert. Ich konnte das Licht auf dem Speicher sehen, also dachte ich, dass du da bist, aber nicht reden willst. Ich hoffe, ich habe nichts versaut. Ich habe mir da wahrscheinlich ziemlich viel rausgenommen. Aber die Sache ist die, ich habe einfach keine Ahnung, wie ich mit einer Frau wie dir reden soll. Du bist so stark und gutherzig und du weißt so unheimlich viel, dass ich kaum hinterherkomme. Ich glaube, dass alles mit dem Kopf, dass alles ist mir zu Kopf gestiegen. Aber ich wollte dir sagen, dass ich dich verstanden habe. Ich werde mich dir nicht mehr aufdrängen. Und es braucht sich niemand schlecht dafür zu fühlen. Wir können uns auf der Straße begrüßen oder nicht. Das ist in Ordnung. PS, ich habe gemerkt, dass dein Auto ein Leck hat. Also habe ich es mit etwas Dichtungsmittel geflickt. Du solltest es aber vielleicht trotzdem in die Werkstatt bringen. Sag Bescheid, wenn du möchtest, dass ich mitkomme, weil die Typen ab und zu versuchen, einen abzuzocken. Wenn nicht, kein Problem, Sam. So, wo sitzt unser Schwesterchen? Ah. Die Beute der listigen Kobolde. Das ist aus die Prinzessin und die zwei Diebe. Das hab ich doch gemalt. Und ich weiß, dass ich diesen Kuchen gemalt habe, der wohl zweifellos das Beste an der Zeichnung ist. Na klar, Picasso. Dann weißt Ich glaube, die haben wir auch schon gelesen.